verdammt! Was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stern. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Und damit hey ho und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Mit mir, eurem Livers. Ich müsste einmal kurz nochmal cutten, weil ich da was überprüfen müsste. Also bis gleich. Da bin ich auch schon wieder. So, wir sind wieder raus aus dem Animus, der leicht überhitzt ist, wie man auch leicht sieht. Wollen wir mal mit ihr reden? Warum schreit er sie immer an? Es ist seine Maschine. Seine Theorien, aber er hat sie nicht selbst gebaut. Wer dann? Sie? Nein, Abstergo hat ein Ingenieursteam. Es gibt nicht viel, was sie nicht haben. Aber ich habe den Zusammenbau überwacht. Schätze, deshalb ist er immer wütend auf mich. Er ist ein Arsch. Er steht unter großem Druck. Wie wir alle. Unglaublich, dass Sie diesen Kerl verteidigen. Warren rettete mein Leben. Wenn er gern ein bisschen herumbrüllt, lassen Sie ihn. Warren. Genau, das, so hieß er. Warren. Wie, er rettete Ihr Leben? Sie sind nicht der Einzige, der nachts nicht nach Hause geht, Desmond. Moment, Sie sind eine Gefangene? Als Sie auf mich zukamen, habe ich gerade meine Doktorarbeit beendet. Die Uni hat deutlich gemacht, dass ich dort keine Zukunft hätte. Sie mochten das Thema der Arbeit nicht, nannten es Pseudowissenschaft. Sie sagten, ich würde die ganze Fakultät in Verruf bringen. Es war überall dasselbe. Bei den anderen Unis und Firmen, wo ich mich vorstellte. Mir gingen ziemlich schnell das Geld und die Zeit aus. Und ich war so kurz davor, Kellnerin zu werden. Dann kam ein Brief. Von Widdig? Er verfolgte meine Karriere seit dem Erstsemester und wollte mich treffen, um über meine Zukunft zu sprechen. Sie können sich nicht vorstellen, wie gut das tat. Also habe ich ihn getroffen. Was hatte ich zu verlieren? Er bot ihnen einen Job. Sorry, dass ich jetzt Zwischenquatsch, aber ja, die Perspektive bei Abstergo, sieht beim ein bisschen aus wie Two-Face aus. Es bot mir Batman, eine Chance, meine Professoren zu widerlegen. Wie hätte ich das ablehnen können? Ich habe den Teil verpasst, wo sie gefangen wurden. Manchmal frage ich mich, ob die nicht hinter allem stecken. Ob die das alles so manipuliert haben, dass ich in diese Situation kam. Die können das. Die können alles. Ich habe nicht nachgedacht, als ich zusagte. Sie haben mir sogar gesagt, dass ich kaserniert werde. Für 6 Monate, maximal 1 Jahr. Wenn das Produkt fertig wäre, gäbe es keinen Grund zur Geheimhaltung mehr. Aber bis dahin sei ich ein Gast der Firma. Zumindest haben sie das gesagt. Und als er fertig war? Sie kamen, als ich schlief. 3 Kerle. Bewaffnet. Sie zerrten mich aus dem Bett. Gott. Das Schlimmste war, dass ich sie kannte. Einer von ihnen, Richard, wir haben manchmal zusammen Mittag gegessen. Und jetzt wollte er... Sie haben Witze gerissen. Ich wollte weglaufen. Er schlug mich. Und dann sagte er mir, dass ich sterben würde. Gott, was haben Sie getan? Nichts. Ich habe mir dauernd gesagt, ich träume nur. Und dann kam Warren. Er schrie sie an, dass sie mich in Ruhe lassen sollen. Und sie gehorchten. Unglaublich. Er ist kein glücklicher Mann, Desmond. Ich würde nicht einmal sagen, dass er ein guter Mann ist. Aber er hat mich gerettet. Sie kamen nicht zurück. Und er hat versprochen, dass sie nie wieder kommen würden. Sie sitzen immer noch hier fest und arbeiten für die. Aber ich lebe. Wie auch immer, ich muss den Animus reparieren. Wir sehen uns morgen, Desmond. Oha. Also jetzt mal eine kleine Theoriestunde von mir. Ich habe höchstwahrscheinlich die Theorie, dass sie hinter ihrem Wissen her sind. Also die Möglichkeiten, wie sie ja gesagt hat, sie verfolgten ihre Karriere. Ich bin aber auch in dieser Theorie der Meinung, dass Warren
diesen kleinen Schlägertrupp von drei Leuten hingeschickt hat, um dass sie glaubt, er hätte ihr Leben gerettet. Das ist so mal meine Theorie. Dazu gesagt, für die, die es jetzt neu eingeschaltet haben, das Projekt oder so, ich spiele es momentan blind. Ich habe Assassin's Creed vorher nur ein bisschen angezockt, aber nicht ganz gezockt. So, und sie meinte ja gerade, wir sehen uns morgen, also gehen wir mal in unser Zimmerchen. Und was zum... Jemand war hier drin. Oh, interessant. Sieht aus wie ein Zugangscode. Sieht aus wie ein Zugangscode. Interessant. Dann wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht... Aha. Zugangscode. Okay. Was können wir jetzt? Ich schau mal auf dem PC, vielleicht finde ich da ja mal Informationen. Passwort eingeben. Zugriff verweigert. Okay. Dann verlassen wir mal. Da kommen wir also nicht mit diesem Zugangscode weiter. Vielleicht da? Na, was hat er jetzt da eingesteckt? Ah, da kamen wir rein. So, haben wir denn neue Mails? Burn this. Toll. Achso, liegen sie nur auf dem Schreibtisch, ja. Das haben wir ja schon angeguckt. Ja, okay, das haben wir auch schon. Leider, warum unterzeichnen sie, haben wir auch schon. So, dann haben wir Nancy Nipop. Mrs. Stillman. Achso, erstmal hier unten hin. Liebe Nancy, ich schreibe Ihnen, um mich wegen des Todes eines ehemaligen Angestellten zu können. Ich schreibe Ihnen, um mich wegen des Todes eines ehemaligen Angestellten zu erkundigen. Leila Marino. Ich weiß nicht, ob Sie in der fraglichen Zeit bereits bei uns gearbeitet haben. September 2007. Es gab anscheinend irgendeinen Unfall, aber ich kann keine weiteren Informationen zu diesem Fall finden. Das Büro des Gerichtsmediziners deutet an, dass ihre Akte versiegelt wurde. Wenn es sich um einen Selbstmord handelte, warum werden die Informationen dann so vertraulich behandelt? Liebe Grüße, Lucy Stillman. Mrs. Stillman, es tut mir leid, aber ich habe kein Recht über diese Angestellte oder die Umstände ihres Verlassens der Firma zu sprechen. Und Warren wird da. So. Ganz unten. Lucy, ich verstehe nicht, warum diese Information so schwer zu bekommen. Nancy. Ich verstehe nicht, warum diese Informationen so schwer zu bekommen sind. Ich habe noch nie von einer Firma gehört, welche die Fähigkeit hätte, den Bericht eines Gerichtsmediziners zu Firmeneigentum zu erklären. Das ist lächerlich. Es war meine Freundin. Ich will nur wissen, was mit ihr passiert ist. Lucy.
Mrs. Stillman, leider sehe ich mich außerstande, Ihre Anfrage weiter zu bearbeiten. Ich habe Alan Rickin in CC gesetzt. Bitte wenden Sie sich mit allen weiteren Fragen an ihn. Vielen Dank. Sie hat sich umgebracht. Irgendwas mit einer Beziehung mit einem Jungen namens Neumann. Halten Sie sich aus Firmenangelegenheiten raus. Schluss damit. Wir kommen langsam der Sache näher. Bezüglich der, sag ich mal, Firmen-Dings. Warte mal. Wir haben doch da gerade was aufgesammelt. Kommen wir jetzt vielleicht mit diesem neuen Item hier rein? Mal so ganz doof gefragt. Nee, immer noch nicht. Schade. Entschuldigung, da musste ich gerade mal husten. Okay, da komme ich immer noch nicht rein. Okay. Ja, dann versuchen wir doch mal eine. Okay, da vorne scheine ich gar nicht einzugeben können. Also nichts machen zu können. Vielleicht komme ich hier ja weiter. Hier ist ja auch so ein Ding. Nee, kann ich auch nicht. Scheiße. Okay. Und hier komme ich auch nicht weiter, ne? Nee. Okay. Ne? Kamera, please. Okay. Dann gehen wir zurück ins Zimmer. Jetzt kommen wir mal rein und raus. Vielleicht. Hier war auch anscheinend jemand, oder? Oder irre ich mich? Boah, erstmal pissen gehen. Ja, ja, komm. Gehen wir mal ins Bettchen. In Bett. Wieder ein paar merkwürdige Zeiten. Zeichen. Der nächste Morgen. Raus aus dem Bett! Es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Stillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Sie sollten jetzt noch länger drin bleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht sie so besonders, so clever, dass sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles, von denen, die vor uns waren. Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. Ja. Manchmal würde ich ihm gerne eine reinholen. Morgen, Desmond. Ja. Morgen. Hi. Hi. Ja, okay. Dann legen wir uns mal wieder für eine Therapiestunde hin. Jetzt wird's wieder etwas lauter. Sorry.
Aber das ist halt dieser komische Animus. So, da sind wir fertig in Jerusalem. Zeit, das Programm zu starten. Jetzt sind es 3, dann wieder 2, dann 1 und dann haben wir sogar das fertig. Ich glaube, hier zusätzliche Errungenschaften. Los geht's, Mr. Miles, die Zeit drängt. Ja, ich glaube, die zusätzlichen Erinnerungen, die danach sind, sind, glaube ich, so kleine zusätzliche Nebenmissionen. Leitern sind eine akzeptable Art, Dächer zu erreichen. Zum Beispiel die alle Aussichtspunkte im Königreich. Tretet ein, Altair. Ihr schlagt euch gut. 3 von 9 sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Arsur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid Ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Was sind ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Kehrt nach jedem Anschlag zu mir zurück, auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Und, Altair, seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. Okay. Erstmal einen neuen Synchronisationspunkt hinzugefügt. Komm. Dann, ne? Kante greifen. Ah, okay. Losreißen? Ja, endlich können wir uns losreißen. Okay, das ist schon mal was Schönes. Rang 4 haben wir schon erreicht. Schönes, wenigstens das Losreißen können wir endlich. Dann fassen die uns endlich nicht mehr so doll an. So. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ja, natürlich. So. Komm, tanz mit mir. Komm und tanz mit der ganzen Nacht. Komm und tanz mit mir. Das Werk eines Meisters. Komm und tanz mit mir. Komm und tanz die ganze Nacht. Komm und tanz mit mir. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Genau, so solltet ihr kämpfen. So. No, Training brauchen wir nicht mehr. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Wir wollen erstmal weiter. Und zwar. Wow.
Ach so. Ah, okay. Ich kann jetzt vorspringen. Dann machen wir mal ins Büro von Damaskus. Wählen Sie im Kampf die verborgene Klinge, um einen am Boden liegenden Gegner schnell auszuschalten. Das ist jetzt schön, dass ich hier nicht reiten muss. Dann sparen wir etwas Zeit. So. Und ich schätze mal, wir kommen hier... Genau, wir kommen hier jetzt hin. Ich werde mal begrüßen gehen. Altair, mein Freund, willkommen. Welches Leben sollt ihr heute nehmen? Sein Name ist Abul Nukut. Was könnt ihr über ihn berichten? Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beneide euch, Altair. Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob, aber um alles andere. Oh, und außer den Sachen, die die anderen dann über euch sagen. Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Ja, lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Ja, und 10 anderen Sachen auch noch. Und ja, und... Ich schäme mich nicht darum, was andere denken oder sagen. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Also, was könnt ihr mir über den Händlerkönig berichten? Nur, dass er sehr böse sein muss, wenn Al-Mualem euch schickt, ihn zu besuchen. Er bleibt unter den Seinen, im nobelsten Viertel der Stadt. Ein umtriebiger Mann, stets beschäftigt. Wenn ihr eine Weile unter seinesgleichen verbringt, erfahrt ihr sicher alles, was ihr über ihn wissen müsst. Und wo sollte ich mit der Suche beginnen? An eurer Stelle würde ich mit der Umayyaden-Moschee und dem Suq Sarusha beginnen. Beide befinden sich westlich von hier. Weiter im Nordwesten liegt Salah al-Dins Zitadelle. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und hat sich schon oft als Quelle loser Zungen erwiesen. Ja, diese drei Orte sollten euch helfen. Danke für euren Rat, Rafik. Ich kehre zurück, sobald ich die benötigten Informationen gesammelt habe. Also, jetzt habe ich langsam auch den Dreh raus, sag ich mal. Pro Stadt gibt es 3 Stadtteile. Es sind 3 Städte. Sprich, es sind 9 Stadtteile insgesamt. Und es sind 9 Ziele insgesamt. Also, schätze ich mal, pro Stadtteil ein Ziel. Mal so ganz doof herphilosophiert, sag ich mal. Ja. So, dann wollen wir mal schon mal anfangen. So, komm. Hap, 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 hap. Jep. Okay. Stadtwachen haben sich erhöht. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen. Yep. Aber nicht. Es ist nicht unmöglich, sagen wir es mal so. Zack. Hab, hab, hab. Yep. Yep. Zack. Und hab. Da hoch muss ich. Das heißt. Zap. Zap. Und. Hep. Autsch. Bei dem Tempo verletzt er noch jemand. Ist der verrückt? Nö, bin ich nicht. Warum würde jemand so etwas tun? Ist er verrückt geworden? Was denkt dieser Mann sich nur? Ich habe solchen Hunger. Seht ein bisschen nur. Geld, was bitte. Macht er? Okay, nein, ihr versteht es das. Nicht. Ich habe nicht. Er wird Ärger verursachen. Wie seltsam. Zack. Zack. Okay, packen wir mal weiter nach da. Da oben ist noch. Da ist noch ein Bogenschütze. Das 19. Kostet dich den Kopf! Oh Mann! Und tschüss! Glaube mal.
Hoppala. Da! Ihm da! Du gehörst mir! Na komm her! Ja. Nein! So leicht gebe ich nicht auf! Komm hierher zurück! Ach, nicht kennst du den Ungläubiger! Okay, komm her. So. Du auch? Stark. Stark. Was? Wer hat das getan? Sag es mir! Das ist voll eine milde Gabe. Sagt es bitte mir. Nur ein paar Goldstücke. Bitte. Eine kleine Spende. Ich bin arm. So, Entschuldigung. Zack. Nein. Da hoch. Alter. Hör doch auf, hier deine komischen Kunststücke zu machen. Warum tut er das wohl? Bitte, nein. Habt ihr Geld für mich? Flehe euch darum. Ich bitte euch. Nur eine meine Güte. Bitte. Please, Steuerung, please. Okay. Wollen wir mal hoffen, dass er jetzt wenigstens da. Nein. Natürlich nicht. Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Ich habe solche verrückt geworden. Machen wir es halt so. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Der englische König möchte uns vom Antlitz der Erde eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Wollte gerade sagen. Und ernsthaft. Eine kleine Spende. Ich bin arm. Eier Schnauze da unten. Meine Frisse. Ich flehe euch an. Ja, dann geh arbeiten. Manchmal, ich arbeite auch für mein Geld. Ich weiß, das hört sich wieder immer so scheiß rassistisch und so ein Kram an, aber ich scheiß da drauf. Weil, Leute, wer arbeiten kann, und damit meine ich wirklich kann, nicht, ich meine mal, Leute, die jetzt wirklich querschnittsgelähmt sind und so, und wirklich nicht mehr aufstehen können oder so. Die können sagen, okay, ich kann nicht arbeiten, ich brauche Hilfe. Aber wenn Leute, die noch laufen können, die ihre Arme bewegen können, die können auch arbeiten. So, Aussichtspunkt im Nobelviertel von Damaskus. Und da hinten ist gleich der erste Bürger. Dann Nobelviertel, oh, Alter. So. Ah, na super. Alter, die Stadtwachen haben sich aber wirklich, sagen wir mal, vermehrt. Hier stehen zwei, einer vor mir, einer hinter mir. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. Das wird euch das okay. Leben kosten. Ist mir egal. Ich schäme das. Okay, zack. Bereue deine Sünden nicht! Stirb, Ungläubiger! Dein Leben ist verwirrt! Du wirst nicht gewinnen, Gegner! Du wirst nicht gewinnen, bis du mich unsterbst! Na komm! Ja, Mist. Ups, nie, solange du noch kannst! Wie? Nächster. Oh, das tut mir leid. Nächster. Na komm. Oh, fuck. Nächster. Voilà. Na komm, greift an. Hopp.
Zack. Oh, jetzt kommt schon wieder einer. Nein. Geber, geh auf hier! Na komm. Kime boyun eğmek istiyorsun? Ups. Ich krieg dich! Na komm. Du wirst ihn nicht entkommen! Kime boyun eğmek istiyorsun? Sag. 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 So. Und der letzte. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Okay. Wie konnte das nur passieren? So. Und damit beende ich auch schon diesen Part. So. Mit dieser netten Flagge beende ich diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein, wenn wir das Nobelviertel von den erstmal die ganzen Aussichtspunkte einnehmen, die Bürger retten und. Tschüss, ciao, euer Levos.